Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Die sind wunderschön. Und einen Sohn. Und ich begrub sie. Sie und jeden, der mir nahe war. Nein! Was ist mit mir passiert? Bin ich tot? Der Tod hat dich verstoßen. Hilflos treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Wir sind verbunden, Talion. Mein Leben und deines. Wer bist du, Geist? Ich formte die Geschichte Mittelerdes. Ich fertigte die Ringe der Macht. Celebrimbor, der größte Schmied des zweiten Zeitalters. Sauron täuschte dich und brachte dich dazu, die Ringe zu schmieden. Er hat dich und deine Nächsten gefoltert. Vielleicht ist es dieser Schmerz, der uns verbindet. Ich hätte mit meiner Familie sterben sollen. Ich dachte, du wolltest Vergeltung. Doch es gibt nur einen Weg, den Kreis zu schließen. Sauron muss besiegt werden. Die Zeit ist reif für einen neuen Ring. Die Welt der Menschen. Sie erlischt. Ich habe es gesehen. Es gespürt. In den Feuern des Schicksalsberges schufen ein Waldläufer und ein Geist, im Tode vereint, das eine, das den dunklen Herrscher herausfordern könnte. Einen Ring der Macht. Doch Macht kann jene blenden, die sie begehren, und auch die stärksten Bande können brechen. Die Zukunft, die ich sah, darf niemals eintreten. Celebrimbor! Der Tod ruft erneut nach dir, Waldläufer. Wie lautet deine Antwort? Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Was ist, Liebste? Vergangenes ist vergangen. Es lässt sich nicht ändern. Wir müssen hier weg. Wir können gehen, jetzt. Du kommst zu spät. Wir sind bereits tot. Nein! Der Geist ruft dich. Ich rufe dich. Geist! Wo bist du? Talion, ich werde dich finden. Hat er seit Tagen
Ja, und damit ein Hallo an alle, Hallo an dich, Hallo an meine Zuschauer. Wir starten ein neues Let's Play. Den Schatten des Krieges, Mordor 2. Okay, ja. Ich muss erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Ich habe jetzt, lass mich gucken, 11 Uhr abends. Hab den Kias heute bekommen, musste das Spiel jetzt dann noch runterladen. Also ich werde heute Abend auch nur eine Folge aufnehmen, damit ihr morgen auch, ich muss mal eben... Ich muss leise sein. Diese Orks machen sich für den Krieg bereit. Erwartet. Doch wie lange noch? Was war das? So, Numero due. Bisher geht's noch alles. Wer macht hier wen platt? Nicht wirklich, hoffentlich. Ja, der zweite Teil von Mordor Schatten. Ich fand den Mordor Schatten auch schon sehr, sehr gut. Hab sehr viel Spaß gemacht. Ja, das... Hätte ja klappen können. So, wo müssen wir dann hin, ist die Frage. Irgendwo da unten. Ja, also wie gesagt, ich habe den ersten Teil auch sehr, sehr gerne gespielt und bin jetzt auf den zweiten extrem gespannt. Aha. Wir räumen hier mal leise auf. Ja, mach mal keine Hektik. Haben wir hier noch wen, der uns auf den Sack gehen könnte? Ja, da ist jemand. Bezwingen? Bezwingen finde ich gut. Ich euch meinst du jetzt, ja? Ich hoffe doch, dass du das meinst. Ja, ich habe den ersten Teil geliebt und bin echt gespannt jetzt auf den zweiten. Metakritik liegt so bei 86%. Herausforderung ist wohl das Endgame, aber das werden wir alles sehen. Hier war kein Geräusch. Dich wollte ich jetzt eigentlich nicht anlocken. Nein, nein. Hier schleicht niemand. Ach, scheiße. Also so viel zu dem Thema leise. Ist mir sehr gut gelungen. War auch sehr leise und unauffällig. Kam, wie ich so bin. Warum jetzt mein Monitor sich gerade kurz ausgeschaltet hat, man weiß es nicht. Also wie gesagt, heute ist Release-Tag. Es gibt wohl ein paar technische Herausforderungen, was ich so gelesen habe. Aber ich hoffe, dass sie mich nicht betreffen. Spielen tue ich in einer 2K-Auflösung. Ich habe alles auf Ultra gestellt. Das sollte auch laufen. In der Theorie. Ih, hässliches Vieh. Nun gut, dann einfach mal hier durch. Okay. Da ist er ja. Celebrimbor, was hat man dir nur angetan? Du hast uns warten lassen. Schnauze. Eine Spinne lässt ihre Beute nicht gehen, Waldläufer. Nicht, bis sie etwas Wertvolleres im Austausch dafür. Okay. Das wird interessant. Und das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Gleich mal zum Start. Okay. Ich habe dich nicht ohne Grund hergerufen.
Du wirst ihn mir zurückgeben. Sofort. Ich glaube nicht, dass das so einfach wird. Du bist tapfer. Für einen Menschen. Doch es ist nicht dein Schwert, das ihn retten wird. Nicht? Wie viel bist du bereit zu opfern? Zu was? Ich habe bereits alles aufgegeben. Wohl wahr, wohl wahr. Wer den ersten Teil kennt und gerade eben das Intro gesehen hat, weiß es. Den Ring? Du willst den Ring. Du könntest ihn mir für den Geist geben. Um dann neben ihm in deinem Netz zu erwachen? Ich bin Kanka und ich halte mich an mein Wort. Ich würde ihn auch nicht hergeben. Warte! Tali! Nein! Ich weiß nicht, ob der Tausch so schlau ist. Es war so klar, dass das nicht gut gehen konnte. Ich bin beeindruckt, Waldläufer. Er muss dir viel bedeuten. Hol deine Marionette, bevor sie stirbt. Du hast uns verdammt, Talion. Yep, war ja klar. Ich gab meine Lebenskraft für diesen Ring. Dann müssen wir ihn zurückholen. Okay. Das wird nix. Wieso war das klar, dass sie zu mächtig sein würde? Der Krieg, den du suchst, ist nicht hier. Der Ring ist verloren. Nun geh nach Minas Ithil und zu den Armeen des dunklen Herrschers. Suche den Palantir. Sauron wird nicht einhalten, bis ganz Mittelerde in seiner Gewalt ist. Der Palantir muss geschützt werden. Minas Ithil. Ich muss wissen, ob Kankras Vision wahr ist. Gute Frage. Wir werden sehen. Die Belagerung von Minas Ithil. Ja, es sieht ziemlich belagert aus. Kann man nicht anders sagen. Auf jeden Fall ist da Fratzengeballer angesagt. Und irgendwie sieht die Stadt fast gefallen aus, wenn ich mir das so anschaue. Die Spinne sprach die Wahrheit. Gondors letzte Festung in Mordor darf nicht fallen. Mittelerde, Schatten des Krieges. Wie gesagt, ich bin extrem gespannt auf das, was auf mich zukommt. Entschuldigt. Der Palantir hat oberste Priorität. Wir müssen ihn finden, bevor er Sauron in die Hände fällt. Mit ihm sind seine Armeen unaufhaltbar. Das Schicksal der Stadt ist egal.
Ich werde nicht zulassen, dass sie abgeschlachtet werden, wie meine Brüder am Schwarzen Tor. Wir müssen etwas tun. Die Hauptmänner auszuschalten, sollte den Gondoranern Zeit verschaffen. Und sie könnten uns zum Palantir führen. Finden wir einen Wurm und verhören wir ihn. Okay. Bewege dich auf den Moment. Okay. Palantir, was weiß ich schon von sehenden Steinen? Wie gedrückt halten. Sein Geist ist schwach. Das sollten wir hinbekommen. Wer führt die Suche nach dem Palantir? Das sind Saurus Hauptmänner, die Anführer der Belagerung. Das Verhör von Würmern gewährt dir Informationen. Drücke A, um Informationen über diesen... Das machen wir. Bolt Kampfmeister, Kriegstreiberstamm, Kommandant. Erfährst du die Schwächen, wodurch du ihre Schwachpunkte ausnutzt und mit der Macht des Geistes die Ängste verstärken kannst. Dieser Hauptmann ist ein Kommandant. Das bedeutet, dass er mal für ein paar Fußsoldaten angeben ist. Drücke A, zum Markieren deines Ziels. Machen wir. Huch. Der Hauptmann, der den Suchtrupp führt, ist in der Unterstadt. Dann wird er nicht weit kommen. Na dann, wenn's weiter nichts ist. Okay, da ist noch so ein grüner Vogel. Also was auf jeden Fall auffällt gleich mal ist, dass wir eine hellere Grafik haben. Im ersten Teil war das alles sehr finster. Hallöchen, bist du am Kacken oder was? Huch, scheiße. Warum hat das nicht funktioniert? Achso, rechte Taste und dann so. Der Plan war jetzt ein anderer. Das hat jetzt aber nicht so gut... Ach, scheiße, der hat mich gesehen. Ich ihn aber nicht. Muss erstmal so ein bisschen reinkommen. Da scheint die Angriff-Taste zu sein. Scheiße. Ach was, falsche Taste. Ich muss echt reinkommen. Autsch. Na dann. Schnauze, 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 Schnauze. Oh Mann, falsche Taste. Halte B gedrückt, um Gesundheit aufzuzehren, finde ich eine gute Idee. Wobei, das soll sich auf jeden Fall auch geändert haben. Das ist nicht mehr so einfach, ist die Gesundheit auszuzehren wie im ersten Teil. Und es gibt auch keine Pflänzchen mehr. Tut es das nicht? So geht das also mit der Gesundheit. So, tschüss. Komm noch mal her, komm noch mal her, komm mal zu Papi. So. Tschüss. Da mal hoch. Das klappt ja gut. Das ist auch eine Leiter gewesen, ne? Ich musste ja unbedingt den schwierigeren Weg wählen. Geht ja nicht anders. Okay, 100 Fuß bis zum Ziel. Gleich mal in Deckung gehen. Dann sind es noch 200 Fuß. Was machst du denn für komische Sachen? Okay.
schöne Beute ist doch da vorne! Ja. Genau. Ich dachte, er sei tot. Ja, ich bin ja deshalb auch der Grabwandler, ne? Weil ich tot bin. Okay, mit dem konnte ich schon im ersten Teil nicht wirklich gut umgehen. So, halte linke Taste gedrückt, um den Bogen zu zielen. Halte rechte. Okay, wir testen das mal. So, und mein Wegfreundchen. So. Okay. Für die Gondoraner sieht es schlecht aus. Wir müssen ihnen helfen. Der Palantir ist ein mächtiges Artefakt. Wenn wir ihn besäßen, könnten wir das Blatt wenden. Links und rechts, um den Fokus zu fokussieren. Okay, machen wir glatt. Kennen wir ja nichts. Okay. Da haben wir Pfeile. Danke. So, mal gucken, ob wir Bumm machen können mit dem... Ob das hilft? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, das hilft. Eindeutig. Okay, kostet mich Fokus. Wenn irgendwie viel was Fokus kostet, ist das doof. Huch, ich brenne, das ist ungeschickt. Dann haben wir Pfeile. So, die haben wir auch aufgenommen. So, schauen wir hier mal. Huch, da hinten ist Stress. So kann man es machen. Dann ist auch schon. Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Drücke rechts. Ich finde was. Okay. Das ist der verdammte Tag. Alter. Alter, ist jetzt mal gut. Das war ja mal geschickt. Drücke zum Angreifen die gezeigte Taste. So, jetzt. Hallo? Ich will das jetzt nicht. Alter! Er macht hier gerade irgendwie totale Scheiße. Ja, das war jetzt nichts. Na gut. Dann beende ich das auch für heute Abend. Du musst mit den Monstern leben. Ja. Du musst eins werden mit ihnen. Nein. So besiegst du den großen Betrüger. Auf Trafee geschlagen. Ja, ich bin gestorben. Genau. Das ist mir durchaus bewusst. Frage von wo lässt uns weitermachen? Von hier. Okay. Aber nicht mehr heute, ihr Lieben. Ich bedanke mich für euer Zuschauen. Ich hoffe, wir haben gemeinsam viel Spaß bei dem Spiel. Danke natürlich auch dir oder ganz speziell dir dafür, dass du zugeschaut hast. Und ich sag da mal tschüss und bis zum nächsten Mal. Findet ihr die Uhr? Ja, aber nicht mehr heute. Okay. Alles klar. Bis denn dann. Tschüss.
Schlacht um Mordor beginnt.